bei Gelegenheit. Vielleicht brauche ich da sogar zwei. So, warte mal. Wie weit geht der? So, so, dann würde ich dich wirklich da hinsetzen wollen. Genau. Vielleicht sogar so, so wäre vielleicht gar nicht so blöd, ne? Dann haben wir dich auch direkt im Eck da und... So. Brauche ich auch noch demnächst eine Kanonengießerei. Dann brauche ich eine... Oh Gott, schon wieder, ey. Also dieses kriegsführerische Gedönse, das geht mir immer so auf den Zeiger. Das mag ich sowas von gar nicht. So, dann werd doch mal fertig, hey. Komm, Werkzeug. Werkzeug. Werkzeug, Werkzeug. Werkzeug. Okay, jetzt dann gleich. Super. So, und dann wäre das hier quasi da unten für den nächsten. So, und dann würde ich da auf jeden Fall einfach mal sowas machen. Ach, ich wollte einen Stein dahin setzen. Genau. Und eigentlich wollte ich einen Platz dahin setzen. Wunderbar. Dim, badam, badam. Badadam. So, wie schaut's mit Lebensmitteln aus? Die sind immer noch grenzwertig. Kakao ist okay, Tabak ist okay, Alkohol ist okay, Stoff ist okay. Das ist alles gut. Oh, Eisen ist super, muss ich sagen. So, dann würde ich doch mal speichern. Spielstand gespeichert. Kann man wirklich anfangen, eine Kanonengießerei zu bauen? So. Dann würde ich doch mal hier sagen, erstmal mal die Bäume weg. So, damit wir uns überlegen können, wo wollen wir die Kanonengießerei überhaupt hinbauen? Kanonengießerei war da. Okay. Da könnten wir sie hinbauen. Dann machen wir den da mal weg. Kanonengießerei. Genau. So. 40 Bürger habe ich noch. Ich schau noch mal. Lebensmittel sind immer noch grenzwertig. Tabak erholt sich. Kakao erholt sich. Stoffe. Super. Und Alkohol. Super. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Okay, und dann bin ich eigentlich auch schon zufrieden, würde ich sagen. Arg viel mehr will ich gar nicht mehr. Weil, wie gesagt, also, ich meine, klar, wir können dann nachher uns noch um Gewürze kümmern. Aber damit die Bürger glücklich sind, damit wir den Steuersatz erhöhen können. Aber ich will eigentlich die auch gar nicht mehr wirklich groß aufwerten.
Mit Aristokraten hat man immer nur Schiss. So, und dann würde ich mal gucken, da. Super. 97. 22. Okay, wir könnten theoretisch noch einen hinbauen. Und das würde ich dann eigentlich auch fast machen. Nicht die Kanonengießerei, sondern hier einen Metzger. Dahin. Die machen sich jetzt beide Konkurrenz. Ah. So. Habe ich noch Bürger? Ja, 30 Bürger habe ich noch. Das wird wahrscheinlich die letzte Hütte sein. Danach ist dann endgültig Schicht im Schacht. Dann können wir uns endlich mal wirklich darauf konzentrieren, ordentlich in die Kriegsmarine zu investieren. Ich hätte eigentlich dazwischen bauen können, fällt mir da gerade ein, um zu prüfen, ob dann die andere Seite der Insel mir genauso gehört. Aber gut. Sei es darum geschehen. So. Genau. Die Bürger, die bauen sich jetzt sukzessive ab, weil sie jetzt halt alles Dingens werden. So, so rum will ich dich mal haben. Genau. Dann sehe ich nämlich auch wieder alles. Dann drehe ich dich wieder so rum. Nee, so, so. Dann weiß ich, wo ich die Kanonengießerei hinsetzen möchte. Dann würde ich eigentlich mal auch diese Straße hier vernichten. Die nutzt eh keiner. Und der Baum. Ich mag eigentlich Bäume. In dem Spiel stören sie halt, aber eigentlich im Grunde mag ich Bäume total. Ich liebe Wald. Wald ist sowas Tolles. Aber in diesem Spiel, da ist es halt natürlich etwas suboptimal für unsere Bedürfnisse. So, ja. Es erholt sich alles. Toll. Nee, echt toll. Also, wie gesagt, es erholt sich sukzessive alles. Das heißt, wir sind eigentlich im Grunde sogar fein raus. Wir werden demnächst... So, ich muss auf jeden Fall einen zweiten Metzger dahin setzen. Das geht hier nicht. Und ich würde da eigentlich auch noch ganz gerne diesen Metzger setzen, bevor sich meine letzten Bürger verabschieden. So, wie sieht's bei dir aus? Genau, da müsste ich dich wirklich da unten hinsetzen, was ich völlig in Ordnung finde. Da, da, da. Ja, wunderbar. Okay. Genauso will ich das. Dann können die sich das Zeug irgendwie so ein bisschen aufteilen. Oh, 340, das finde ich sehr gut. Tam, tam, tam. Noch 15 Bürger. Tam, tam, tam. Und 750 Kaufleute. Wie gesagt, ich würde mal anfangen mit der Kanonengießerei. Ich bin auch am überlegen, ob wir hier diese Werkzeugschmiede wieder einfach hier hinsetzen. Da, da, da.
Oder da oben. Eigentlich könnten wir die da oben hinsetzen. Euer Bergwerkstollen ist eingestürzt. Die Erzader ist verloren. Ja, das ist ja jetzt super. Das ist ja jetzt echt super gelaufen. Okay. Schade, weil das war echt eine... Die war echt ergiebig, also das war echt gut. Aber... Hey, das war echt schade. Vor allem, ich brauch die ja jetzt. Ich muss ja jetzt, Kanonen gießen. Okay, also das waren die Bürger. Bürger haben wir keine mehr, soweit ich das sehe. Wir haben jetzt nur noch Kaufleute. Die Steuer ist auch entsprechend gestiegen. Okay, und du bist jetzt auch fertig. Können wir dich schlafen legen? In der Hoffnung, dass bald jemand kommt, der dich abholt, und dann müssen wir dich verkaufen. Also abreißen. Dann würde ich kurz gern speichern. Speichern war hier. Gesichert. Und ich muss dran denken, dass ich mir eine neue besorge. Zum Beispiel hier. So, ich speichere nochmal. Spielstand gespeichert. Könnte ich echt machen. Dann wird von hier halt auch noch Erz abgeholt. Zack, zack. Da, 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 da. Solange ich es noch kann. Ja, ich weiß gerade gar nicht, ob ich dann in dem... Ah ja gut, mit 80 Tonnen Eisen. Dum, bum, badum. Wunderbar, okay, den können wir abreißen. Wieder weniger Kosten. Ich bin eigentlich am überlegen, ob ich nicht erst mit der Werft anfange und dann auf der anderen Seite, nämlich eine Werkzeugschmiede zu bauen. Reicht noch für 4 Tonnen Werkzeug. Und da brauchte ich ja 10. Dann könnte ich nämlich endlich Schiffe bauen. Wobei, ich könnte schon mit der Kanone... Komm, wir fangen mit der Kanonengießerei an. Da, da. Wunderbar. So. So, die Feuerwehr brauche ich ja jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich habe ja überhaupt keine Siedler mehr. Die Universität reicht auch nur bis dahin, das heißt, da kann ich auch gar keinen hin. Wir könnten das probieren. Auf der anderen Seite ist gerade alles so stabil, dass ich es gar nicht riskieren möchte. Und vor allem möchte ich nicht, dass mir noch mehr Leute meine Ressourcen wegnehmen. Ich weiß, ich kann es ausschalten, aber...
So, das reicht auf jeden Fall noch für 2 Tonnen. Das heißt, 3 Tonnen sind noch drin und dann würden wir später nochmal nachschauen. Okay. Na gut, dann lass man halt da. Wie gesagt, ich war eigentlich am Überlegen. Nee, komm, lass man da. Ich war eigentlich am Überlegen, ihn umzuziehen, aber... Eigentlich wäre es sinnvoll. Aber dann verliere ich halt Stahltonnen. Und das, da habe ich keine Lust drauf. So, wir sparen auf das Werkzeug. Also für unsere Werft. Und dann brauchen wir auf jeden Fall, was brauche ich denn da unten für Werkzeug? So, ich könnte ja jetzt hier sagen, zack, zack, tief. Ich muss von der Seite kommen. Es sei denn, ich kann von hier, nee, das geht nicht. Ich muss von der Seite kommen. Kann ich davor handwerken? Hier habe ich die Möglichkeit, aber weiter nicht. Oh, das geht. Oh, das ist super. Dann kann ich nämlich da einfach einen Weg rüberziehen. Ich brauche 15. Der ist voll. Okay, ich muss da oben noch eine Tabakmanufaktur hinsetzen. Ich muss da oben eine Tabakmanufaktur hinsetzen. Noch eine. So, So, wir speichern mal. Spielstand gespeichert. Unerbittlich brennt die Sonne auf eure Felder. Der Boden trocknet aus. Ja, ja, ist ja gut. Kakao habe ich gerade eh genug. So. Baumwolle ist in Ordnung. Da oben gibt es noch... Spielstand gespeichert. So. So, also meine Bilanz ist eigentlich für mich zufriedenstellend. Aber ich brauche ja eine Handelsverkaufsausträge abzüglich Einkaufskosten. So, ich brauche ja eine Handelsbilanz von mindestens 400. Das wird komplizierter. Ah. Das heißt, ich könnte nachher wirklich
eine Route setzen mit meinen Schiffen. Gar keine Nachfrage da oben. So, da natürlich auch nicht, ist klar. Boah, der Weiße ist aber nicht so glückesgeschickt, muss ich sagen. So, ich weiß auch nicht, ob die wirklich überprüfen, ob ich das Monopol habe. Oder ob ich einfach nur diese positive Handelsbilanz brauche.